Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah! Ach, komm schon! Immer der fünfte. Okay, okay, okay. Komischerweise, auf dem Rückweg klappt es immer. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Und eins, zwei, drei. Leute, nein, 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 ich gib's auf. Das war's, ich bin raus. Ladies and Gentlemen, erstmal ein herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft und damit auch willkommen zurück zu Minecraft Ferien. Ihr seht gerade schon, wir sind wieder als Piraten unterwegs, sind natürlich wieder als Piraten hier gekleidet, als Seebeuterin oder Freibeuterin könnte man sagen eigentlich. Und ich habe mir... Oh, warte mal, Larry. Larry sitzt da schon wieder auf seinem Ei. Larry, darf ich wenigstens mal gucken, was du da ausbrütest? Du bist doch ein Junge, wieso brütest du überhaupt was aus? Lass mich wenigstens einmal... Nein! Larry, komm schon, bitte. Einmal möchte ich kurz schauen, okay? Lass mich nur mal kurz... Okay, gut, ist ja gut, okay. Dann lass mich wenigstens vorbei. Ich muss hier mal ganz kurz einmal... durch, nein, nein, bitte greif mich nicht an. Ich will doch nur hier runter. Warte, so. Irgendwie bin ich gerade nicht gefallen. Keine Ahnung, warum. So. Hier unten im Raum der Steine haben wir mittlerweile 3 Steine in der unteren Reihe. Und in der oberen Reihe sind es, glaube ich, mittlerweile schon 12. Lass uns mal kurz nachschauen. Hier 3 plus 6 sind 12 insgesamt oben. Das heißt, wir haben mittlerweile schon 15 Steine in diesen Räumen hier aktiviert. 15 von insgesamt, lasst mich überlegen, 6 plus 3 sind 9, also wahrscheinlich 15 plus 9 sind 24. 24 Steine müssen wir insgesamt aktivieren. Und ich dachte mir, wir machen uns jetzt... Wow, wir springen ins Feuer. Das war mein Plan. Heute springen wir ins Feuer und verbrennen uns die Füße. Gute Idee, easy cheesy. So, ich dachte mir, heute fahren wir einfach mal wild drauf los. Lass uns mal das Boot hier platzieren. Ist doch eigentlich relativ egal. Schinken, was mit dir eigentlich? Ach so, du bist da hinten gerade unterwegs. Ja, alles cool. Ich fahre auch ohne dich. Wir fahren heute einfach mal wild drauf los. Ich habe nämlich gerade keine Seekarte. Die Piratin ist nicht da. Wahrscheinlich ist sie mit Pia und Mia gerade wieder irgendwo unterwegs. Und wir gucken einfach mal, wo wir landen, nicht wahr? Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so draus wird. Da hinten sehe ich gerade... Doch, da kommt eine Insel. Manchmal sieht man das schon unter Wasser, wenn das da so hoch geht an den Seiten. Hier ist eine Insel, okay. Und da oben ist so ein Haus drauf. Das steht auf Stelzen gefühlt. Warum denn das? Ist hier die Flut manchmal so hoch oder was? Lasst uns mal anlegen. Wir gucken mal, was da so los ist auf dieser Insel. Da ist noch so eine kleine Sandinsel daneben. Ah, okay. Hier ist auf jeden Fall ein Boot. Das heißt, hier wird gerade jemand... Da ist jemand. Hallo? Warte mal, was macht der? Der sieht gefährlich aus. Guten Tag, Sir. Hallo. Was führt dich in diesen abgelegenen Teil der Welt? Was mich hierher führt? Ich bin auf der Suche nach einem Waystone, Sir. Was machen Sie hier eigentlich? Haben Sie vielleicht eine Ahnung, ob hier irgendwo ein Waystone ist? Haben Sie einen Waystone auf Ihrer Insel? Nun, die Waystones habe ich auch einst gesucht, in einer längst vergangenen Zeit. Okay, dann waren sie wohl nicht so erfolgreich. Bist du dir sicher, dass du sie finden willst? Ja, ich bin mir absolut sicher, dass ich sie finden will. Ich will nämlich hier irgendwann weg aus dieser Piratenwelt und will woanders hin. Also von daher, ja, können Sie mir denn helfen? Haben Sie eine Ahnung, wo sich hier ein Waystone befindet? Nun gut, nicht weit von hier verbirgt sich eine Insel, die einen Waystone birgt. Okay. Wenn du in diese Richtung fährst, erreichst du sie. Ich begleite dich ein Stück. In die Richtung? Richtung Sonne quasi? Okay, cool, das ist nett von Ihnen. Dankeschön. Wieso wohnen Sie eigentlich auf dem Haus aus Stelzen? Habe ich Sie noch gar nicht gefragt. Warten Sie, ich habe, glaube ich, Ihr Boot hier unten am Steg liegen sehen. Da ist es. Ich steige mal in meins ein und Sie können ja mal vorfahren. Ich fahre mal mit oder ich fahre einfach vor. Der ist lahm. Der ist lahmbacke. Nee, da fahren wir jetzt einfach mal schnell vor. Hier so, zack. Und er hat gesagt, in die Richtung, also einfach nur der Sonne entgegen. Und hier soll dann gleich eine Insel kommen. Der ist echt ein ganz schöner lahmbacke. Guck mal, der ist da hinten noch. Hier ist schon eine Insel. Meint er die? Ist das die Insel? Da unten sind so coole Korallen und sowas. Wir fahren mal hier an den Steg ran. Ja, wir fahren mal hier an den Steg ran. Und zack. Oh, was? Timer gestartet, 10.00. Was? Moment. Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn das jetzt? Hier ist eine Mauer. Hallo? Sir, was soll denn das? Nun, Mädchen, du warst dir ja sicher, dass du das willst. Also los!
Moment, wie also los? Was? Ich habe gesagt, ich will in Waystone und nicht eingesperrt werden. Such den Waystone und beeil dich lieber, denn in 10 Minuten fliegt hier alles in die Luft. Den ersten Hinweis habe ich dir zugesteckt. Sieh in deine Tasche. Was? Klemmbrett, erster Hinweis? Erster Hinweis? Halte dich nicht an die Regeln. Nein, Moment, warten Sie! Oh Gott. Oh Gott, er hat gesagt, in 10 Minuten fliegt hier alles in die Luft. Was soll denn das heißen? Das stand gerade im Chat. Timer gestartet in 10 Minuten. Ah, oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Okay, okay. Wir sind wirklich umzingelt, oder? Wir sind hier ist eine Mauer. Wir sind jetzt auf irgendeiner Insel. Hier soll ein Waystone sein und er gibt uns hier einen Hinweis. Halte dich nicht an die Regeln. Was denn für Regeln? Hier stehen doch nicht mal Regeln. Wovon redet er überhaupt? Hier ist alles voll mit diesen Eisengittern. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Hier ist ein Haus. Vielleicht wohnt hier jemand, der uns helfen kann. Oh komm, hör schon auf, Kaktus. Das interessiert mich jetzt mal so gar nicht. Guten Tag. Wir haben nur 10 Minuten Zeit, hier die Explosion, den Ursprung wahrscheinlich zu finden. Sonst geht hier alles in die Luft. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Warte, was? Betreten verboten. Stopp. Betreten verboten? Halte dich nicht an die Regeln. Ich gehe einfach mal rein. Hier ist betreten verboten. Wieso das denn? Hier ist nur Essen drin. Was ist das? Hier ist ein Buch. Und hier ist auch wieder nur Essen. Okay, wir gucken mal rein. Ja! Zweiter Hinweis! Oh mein Gott, das war unser Hinweis. Wir sollten uns nicht an die Regeln halten. Und wir haben uns nicht dran gehalten. Okay, okay, okay. Next Hinweis. Nächster Hinweis. Hast du Sand in den Ohren? Spül ihn mit Wasser aus. Ich habe keinen Sand in den Ohren. Warum sollte ich Sand in den Ohren haben? Wieso sollte ich Sand in den Ohren haben? Vielleicht durch den Strand? Vielleicht ist der Hinweis am Strand irgendwo? Oder sowas zu suchen? Ich weiß nicht, hier ist halt extrem viel Strand und die Insel ist ziemlich groß. Wenn wir jetzt den gesamten Strand absuchen, dann sind die 10 Minuten wahrscheinlich schon vorbei. Hier ist es nicht. Oh nein, hier ist es sogar so abgeschnitten. Was ist das da? Das ist doch Treibsand, oder? Das ist doch Treibsand. Was, wenn wir... Ah! Oh Gott, ich dachte schon, ich wäre... Nein, ich bin reingefallen! Ich bin reingefallen! Okay, okay, vielleicht ist es ja unser Hinweis. Vielleicht ist es der Hinweis. Hier steht... Oh mein Gott, wie langsam wir sinken, wenn wir jetzt nur 10 Minuten Zeit haben. Hast du Sand in den Ohren? Spül ihn mit Wasser aus. Vielleicht müssen wir Sand in die Ohren kriegen. Vielleicht ist das ja unser Hinweis. Oh mein Gott, wir sind schon richtig weit unten. Geht es hier irgendwie? Ich sehe es, dass es hell wird. Ach komm schon, nein, das Wasser. Wir ersticken. Wir ersticken, wir ersticken, wir ersticken noch. Oh nein. Leute? Hallo? Kommen wir hier irgendwie raus? Lass mich bitte raus. Lass mich bitte raus aus dem Treibsand hier. Ich will hier nicht drin verderben. Hallo? Freunde, sinken wir. Ja, ja, wir sind raus. Wir sind... Dritter Hinweis. Ah! Oh mein Gott, dieser Treibsand. Dritter Hinweis. Und der dritte Hinweis ist, ein Schneeball. Dritter Hinweis ist ein Schneeball. Wie viele Minuten haben wir noch? Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir noch haben. Wir müssen uns beeilen. Hier ist Wasser. Deswegen sollten wir den Sand mit Wasser ausspülen, weil das der Ausgang ist. Okay, okay, okay. Ein Schneeball. Was könnte der bedeuten? Ist hier irgendwo ein Schneemann? Ist hier irgendwo ein Schneemann auf der Insel? Das könnte sein. Wobei Schnee liegt eigentlich immer oben auf Bergen. Was, wenn der Schnee oben auf dem Berg ist? Das könnte sein. Okay, lass uns weiter. Wir gehen hier. Hier ist ein Weg. Hier führt sogar ein Weg hoch. Das könnte vielleicht sogar der Weg hoch auf dem Berg sein. Gucken wir mal. Hier an der Seite vorbei. Okay. Oh, Leute. Hier ist auch niemand auf der Insel. Die Insel ist menschenleer ausgestorben. Hier sind nicht mal Tiere oder sowas. Ah! Oder sieht hier irgendwo auch nur ein Tier? Niemand ist hier. Die sind wahrscheinlich alle schon geflohen. Ist hier hoch. Warum muss ich jetzt noch einen Jump'n'Run machen? Bitte lass hier Schnee sein. Bitte. Hier ist Schnee. Der nächste Hinweis war Schnee. Das heißt, wir müssen jetzt den Schnee suchen. 5 Minuten? Wir haben nur noch 5 Minuten. Hier geht's rein. Oh mein Gott, in 5 Minuten fliegt hier uns alles um die Ohren. Das ist aber kein Schnee hier. Das ist Lava. Was sollen wir denn jetzt hier?
Da geht's weiter. Ah, nein, nicht anbrennen, nicht anbrennen. Was ist denn das? Sind das Spinnen? Ih, die sehen aus wie Zecken. Das sind Zeckenspinnen. War nur eine, alles. Ah, da ist noch eine. Geh weg. Oh, 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 nein. Ha, hau ab. Lass mich in Ruhe. Du kleine Zecke, du beißt mich nicht. Okay, alles gut. So. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Das war's. Okay. Was wird aus Feuer und Schnee? Ach so, wir haben jetzt Schnee und hier ist Feuer. Was wird aus Feuer und Schnee? Wenn man Schnee mit Feuer schmilzt, wird Wasser draus. Das heißt, wir müssen geschmolzenes Wasser finden. Geschmolzenes Wasser vom Berg fließt runter. Und, aua, hier rüber sneaken. Fließt runter und wird zu einem Wasserfall. Wahrscheinlich müssen wir zu einem Wasserfall. War hier nicht sogar ein Wasserfall? Ich glaube, ich habe den im Augenwinkel gesehen. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Einmal hier lang. Wie viel Zeit haben wir noch, Leute? Wie viel Zeit ist noch? 5 Minuten sind schon wieder um. Hier lang. Bitte, wir müssen das schaffen. Wir müssen hier rechtzeitig von dieser Insel verschwinden. Hier ist der Wasserfall. Ist hier vielleicht der Hinweis? Hier ist kein Hinweis. Vielleicht weiter unten? Wir schwimmen mal mit runter. Ah! Da vorne? Nee, auch nicht. Okay. Hier irgendwo muss aber der Hinweis sein. Hier vielleicht? Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Komm, lass mich rein! Ach, komm schon. Und da vorne liegt ein Skelett. Hier vielleicht? Nein, da sind nur Knochen drin. Wo ist denn jetzt der nächste Hinweis? Leute, wir brauchen Hinweis Nummer 4, 5? Ich weiß es gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen Hinweis Nummer 5. Der muss hier irgendwo drin sein, der fünfte Hinweis. Hier oben vielleicht irgendwo? Nee, auch nicht. Warte, hier ist ein Buch. Okay, ich lese mal vor. Buch und Feder. Hat das Skelett das geschrieben? Wir gucken mal rein. Die letzten Worte eines Piraten. Wer immer die Insel als nächstes betritt, soll nicht das gleiche Schicksal erleiden wie ich. Nach meiner endlosen Suche nach dem Waystone bin ich bis hierher gekommen. Wasser. Das war der letzte Hinweis. Und hier ist es. Aber keine Spur vom Waystone. Mein Geist wird die Besucher von meinem Schicksal abhalten und die Insel wird explodieren. Moment, der ist hier gestorben und sein Geist wird die Besucher, wird die Insel zum Explodieren bringen. War der Typ denn vorhin vielleicht sein Geist? Der hat mir... Oh nein, 2 Minuten. 2 Minuten. Der ist hier wahrscheinlich gestorben und sein Geist bringt jetzt die Leute auf die Insel, damit sie sterben und die Insel explodiert. Das ist ja absolut klasse. Wir haben nur noch 2 Minuten und hier im Wasserfall war nichts. Der Typ hat das sein ganzes Leben nicht gefunden, den letzten Hinweis. Irgendwo am Wasser muss es doch sein. Warte, wir folgen mal dem Fluss. Wir folgen mal dem Fluss. Wir gucken mal, ob hier irgendwo was ist. Nur 2 Minuten Zeit haben wir noch. Ah, nein! Ich falle hier rein. Hier geht der Fluss weiter. Okay, hier ist so eine alte Brücke. 1 Minute noch. Oh, oh. Oh, oh, noch 1 Minute. Ach, kommt schon, Leute. Wo kann das denn sein? Der mündet da auch nur ins Wasser. Da ist mein Boot. Ich habe nicht mal mehr mein Boot jetzt. Hier irgendwo muss der letzte Hinweis sein. Irgendwo am Fluss muss der letzte Hinweis sein. Ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas haben wir übersehen, Freunde. Warte, da ist so ein kleiner Fluss noch. Hier geht so ein kleiner Fluss ab, der an dem Haus vorbeigeht. Und hier ist ein Wasserfall. Hier oben... 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ah! Ja! Ja! Der Waystone! Wir haben ihn gefunden! Hier ist der letzte Waystone! Und den können wir... 10 Sekunden. 10 Waystone aktivieren und... 9, 8... Ah, nein, wo ist sie? Wir müssen... nach Hause. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War das knapp? Wir sind einfach in den letzten 10 Sekunden von der Insel runtergekommen. Aber wir haben es geschafft. Hier, Geist von der Explosivinsel. Hä? Wir haben es geschafft. Wir haben deinen Waystone gefunden. Jetzt kann der Geist vielleicht für immer ruhen und die Insel wird zerstört werden. Alter Falter, was das gerade für eine Aufregung war. Freunde, ich würde sagen, das war's mit unserer heutigen Folge hier von Minecraft Ferien. Schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Schaut bei meinem neuen Channel Easy vorbei, denn da kommt bald ein richtig cooles neues Projekt, das ihr euch unbedingt anschauen könnt. Wie gesagt, der neue Channel heißt Easy und da gibt es ein neues Projekt. Schaut da vorbei. Link ist in der Videobeschreibung oder hier am Ende des Videos. Da könnt ihr raufklicken. Und
abonnieren. Außerdem werde ich vielleicht bald Kanalmitgliedschaften dort anbieten. Also dafür alle treuen Zuschauer und Fans, da werden auf jeden Fall auch richtig coole Sachen auf dem neuen Channel kommen. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr in einem neuen Video oder auf meinem neuen Channel Easy. Bis dahin, euch allen noch einen wundervollen Tag und hasta la pasta!